Jetzt nehmen wir auf. Ja. Wir sind Schülerinnen und Schüler aus Klasse 6b der Gesundbrunnen Grundschule. Warte kurz eine Pause. In Berlin-Wedding. Für 2 Wochen im August 2021 hatten wir ein Projekt. Wir haben in einem Ort gearbeitet in der Nähe der Schule. In Prinzenallee 58. Es gibt da auch so einen Theaterraum, wo man auch Musik und Gitarre spielen kann. Und es gibt auch da Orte, wo man halt spielen kann. Und man kann halt auch noch da wohnen in der, daneben. Da haben wir uns mit Klimakonferenz, Klimawandel und so beschäftigt. Und wir haben geredet, was, mit den, was die reichen Länder mit Klima gemacht haben. 2 CO2. Die Erde rennt. CO2 nicht gut. Hier bei Shell. CO2, das ist CO2. In Teams spielten wir verschiedene Leute aus der ganzen Welt, die wegen der Klimakrise leiden. Und ein paar Leute, die immer noch Geld von den Industrien verdienen, die den Klimawandel verursachten haben und die ihn weiterhin schlimmer machen. Also es gibt viele Menschen, die das unseren Klima nicht interessiert, aber es gibt auch sehr viele Menschen, die halt das, unsere Welt nicht zerstören wollen. Die finden, dass das Erdöl in den Boden bleiben soll, weil das nicht gut für die Umwelt ist. Wir haben alle recherchiert für unsere Rollen in Teams. Wir haben Recherche im Internet gemacht, in Büchern mit unserem Körper und Stimmen. Dieser Film ist eine Dokumentation unserer Klimakonferenz. Konferenz. Die ersten, die dran sind, sind Rinchen Wangchuk. Willkommen zu unserer Präsentation. Hey, ich bin Rinchen Wangchuk. Ich lebe in Indien, Ladakh. Ich wohne in einem Dorf in Ladakh. Ich erzähle euch von meinem Land. Wegen dem Klimawandel schmelzt unsere Gletscher. Deshalb haben wir kein Trinkwasser mehr. Okay, was ist ein Gletscher? Ein Gletscher sind Eisfluss. Sie sind über tausende Jahre alt. Also wir brauchen das Gletscher wegen des Trinkwassers. Und wegen Klimawandel schmelzt unsere Gletscher und deshalb haben wir nicht mehr Trinkwasser. Wer ist daran schuld, dass die Gletscher schmelzen? Richtig viele reiche Länder sind daran schuld, wegen die richtig unnötige Sachen kaufen, wie Autos, Flugzeuge und andere Sachen. Das war's mit unserer Präsentation. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Danke, Rinchen Wangchuk. Als nächstes kommt Talaisha Chuktai. Ich bin Talaisha Chuktai, bin ein Arzt, komme aus Pakistan, Karachi. Ich will nicht mehr hier leben in Pakistan. Es gibt zu viel Staub und man kann nicht gut atmen, weil es zu viel heiß ist, über 40 Grad. Pakistan liegt in Asien und Pakistan ist neben Indien und Afghanistan. Der Flug Pakistan bis Berlin ist 12 Stunden und 49 Minuten und kostet 250 Euro bis 750 Euro. Das ist eine Hitzewelle. Das Boden ist trocken, weil es zu warm ist. Ist über 40 Grad und die Menschen gehen zu meinem Camp und da kann man essen, trinken, sein Handy aufladen und man kann sich abkühlen. Hier ist es zu heiß, um zu leben.
Danke. Okay, jetzt kommt Alicia Cavalla. Ich bin Alicia Cavalla. So sehe ich aus. So sah der Regenwald vor mehreren Jahren aus. Aber als die Menschen in unseren Regenwald gekommen sind, haben sie alles zerstört, haben sie Waldbrände angefangen und die haben unser Holz abgebaut. Das ist ein Bild, wie das jetzt aussieht. Ich komme aus Ecuador, die Hauptstadt von Quito, von Amazonasbeckens westlich. Das ist unser Volk, die Huaranin. Und wir leben in Waldsiedlungen. Wir jagen und fischen Tiere. Flüsse und Bäume sind unser Leben. Das ist ein Konzern in Erdöl. Menschen, die Erdöl vom Boden gesaugt hatten, haben tausende von Gruben hinter sich gelassen. Die haben auch Bäume abgefällt, um irgendwas zu bauen, zum Beispiel Häuser. Tiere, die wir jagen, sind deshalb weggelaufen, weil die Angst hatten. Leute, die das Erdöl vom Boden genommen hatten, haben so ein Rohr gehabt, also so ein altes Rohr, wo auch Tröpfe von Erdöl raus in unseren Flüssen gekommen ist. Die wollten nicht aufhören zu kämpfen, bis sie es erobert haben. Aber unser Volk hat nicht nachgelassen. Die Leute, die das Erdöl vom Boden nehmen, sind hier gerade auf dem Bild und das ist ihre Station. Und reiche Menschen kommen in unseren Regenwald, um es zu erobern. Und eigentlich hatten wir kein CO2 in die Luft gelassen und hatten immer was Positives gemacht. Ich, Alicia Cavalla, bin zu denen gegangen und hab dann verhandelt. Wir sind zu einer Konferenz gegangen und dann haben wir unsere Meinung gesagt. Und wir hören nicht auf zu kämpfen, bis wir es geschafft haben. Okay. Die nächsten sind Mustafa Abdulhamid. للغريبة هالدنيا غريبة 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 غريبة. Wartet kurz, wir sind gleich bereit. Ihr könnt beginnen. Wir sind Mustafa Abdulhamid. Wir kommen aus Assyrien. Bei unserer Landnähe ist Irak, Türkei und Jordanien. In unserem Land zu leben, früher war das zu leben gut und jetzt ist es schwer zu leben. In unserem Land ist Klimawandel, weil es gab keinen Regen und alles war getrocknet und das heißt Dürrer. In unserem Land hat Krieg angefangen wegen dem Klimawandel. Die Regierung wollte uns nicht helfen. Und dann haben wir gesagt, es reicht. Haben die Regierung hat getötet und deswegen Krieg hat angefangen. Ende. Okay. Jetzt kommt Darren Woods. Ich bin Darren Woods. Mein Beruf ist Ingenieur und ich bin der Chef von ExxonMobil. ExxonMobil ist eine große Firma, wo man Erdöl und Erdgas und Benzin verkauft.
Ich lebe in der USA. Ich bin 76 Jahre alt. ExxonMobil wurde am 30. November 1999 gegründet. Wir verkaufen Erdöl und Erdgas. Das ist mein Land. Das ist USA und ich lebe da. Die Pumpe, Erdöl und Erdgas werden aus der Erde geholt. Es gibt Arten von Erden, wo man das Erdöl und Erdgas holt. So sieht die Pumpe aus. Die Pumpe pumpt, bis das Erdöl rauskommt. So sieht das aus, wenn das Erdöl schnell rauskommt. Das ist auch eine Pumpe. Wie wird Erdöl aus der Erde geholt? Erstens, es wird mit einem Bohrturm ein Loch gebohrt bis in die Tiefe, in der sich das Erdöl befindet. Zweitens, bei großem Druck sprudelt das Erdöl von selbst nach oben und wenn es kein Druck Erdöl langer Stätte besteht, wird das Öl mit der Pumpe nach oben gesaugt. Alles, was wir verkaufen, ist nicht gut für die Umwelt, aber wir wollen Geld verdienen. Ich hoffe, dass irgendwann Forscher kommen, die das CO2 aus der Umwelt entfernen können. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich weiß, dass Erdöl und Erdgas nicht gut für die Umwelt sind, aber die Leute wollen es ja kaufen. Sie brauchen Benzin für ihre Autos und Gas für ihre Heizung. Und wenn die Leute es wollen, dann verkaufen wir es. Dann verkaufen wir das und verdienen eine Menge Geld. Um das CO2 in der Umwelt sollen sich dann andere kümmern. Ich werde weiterarbeiten, um mehr Geld zu verdienen. Menschen, die mir nicht zustimmen, sagen, dass es sehr schlecht für die Umwelt ist. Es soll weniger werden oder es wird immer wieder schlimmer. Die hoffen, es wird besser, denn die wollen nicht, dass die Erde schlechter wird. Die Menschen, die mir zustimmen, es soll so bleiben, die wollen Benzin und Erdöl, die wollen, dass es bleibt, auch wenn es nicht gut für die Umwelt ist. Das kann jemand anderes lösen. Wir hoffen, es hat euch ihr habt etwas gelernt. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Danke. Ciao, ciao Kakao. Kakao. Als nächstes kommt Yolanda del Carmen Marin. Kaffeeplantagen vertrocknen wegen dem Klimawandel. Hi, ich heiße Yolanda del Carmen Marin. Ich komme aus El Salvador und mein Land liegt in Mittelamerika. Und mein Land ist in der Nähe von Nordamerika. In meinem Land ist es sehr schwer zu leben, weil ich nicht so viel Geld verdiene. Der Klimawandel wirkt sich schlecht mir, weil es manchmal zu viel regnet und manchmal regnet das überhaupt nicht. Und deswegen wachsen die Ernten nicht. Ich glaube, dass ich die Glücklichste, weil ich immer noch ein Arbeit habe. Wegen die reichen Länder wie USA ist CO2 entstanden. Jetzt bin ich ja alt. Wäre ich noch ein bisschen jünger, hätte ich nach USA geflüchtet. Und also so sieht das das Boot vielleicht. Und mit das, also kann man zu USA flechten oder zu irgendwelche andere Länder. Okay, also so sieht okay. Das Ernte als also am Anfang an. Und das sieht jetzt aus. Dieser Kaffee. Fertig, Ende. Okay. Ich habe Frage über Yolanda. Warum will sie weggehen? Also sie will flüchten, weil sie da keine Arbeit mehr hat und das jetzt auch da schwer zu leben wegen CO2. Als nächstes kommt Anele Sopoaga. Hallo liebe Politiker, Politikerinnen, Wissenschaftler und Wissenschaftlerin. Ich bin Elena Sipoga. Ich bin der ehemalige Premierminister von Tuvalu. Tuvalu befindet sich im Südpazifik und hat drei Nachbarländer. Diese sind Australien, Suva und Papua-Neuguinea. Tuvalu ist von Deutschland 14.967 Kilometer entfernt.
Tuvalu hat etwa 12.000 Einwohner. In Tuvalu ernähren sie die Einwohner von Fisch und Früchte. Jeder kennt sich in Tuvalu. Man schließt nicht mal die Türen ab. Wie wirkt sich der Klimawandel auf Tuvalu aus? Das Wasser begann vor 20 Jahren Orte auf der Insel zu überschwemmen. 2002 wurde die gesamte Insel überflutet und dadurch wurde der Boden salziger. Problem war Lebensmittel, weil man könnte nicht Samen sehen. Viele Menschen haben Albträume, dass ihr Land überflutet wird. Was ist der Meeresspiegel? Die Oberfläche des Meeres. Durch die Erderwärmung schmelzen die Gletscher und das Eis an Nordpol und Südpol. Meeresspiegel steigt, Überschwemmungen an den Küsten und Inseln werden kleiner oder versinken. Wer ist am Anstieg des Meeresspiegels schuld? Die reichen Länder, weil sie sehr viel CO2 ausstoßen. Was können wir machen, um den Meeresspiegel aufzuhalten? Weniger CO2 ausstoßen. Mind pollution means that none of us are free to live like our ancestors, how life used to be. Hier sehen wir ein Bild. Das ist ein Beitrag zu unserer Konferenz. Wer möchte etwas über dieses Bild sagen? Emin hat sich da richtig Mühe gegeben und das sieht echt cool aus. Was sagt das Bild? Man sieht bei das Bild unten rechts, dass China die Uiguren festnimmt und zwingt, Kopftuch auszuziehen und einen anderen Gott anzubeten. Man sieht halt da so Black, dieses halt egal welche Farbe, diese Hautfarbe. Ja, und man sieht diese Hautfarbe da, alle Hautfarben. Ja, das halt, man soll alles rezeptieren. Mensch ist Mensch und ja. Das Bild heißt halt, dass wir alle gleich sind. Es hat keinen Unterschied von uns alle. Wir sind halt alle Menschen und es ist eigentlich voll schön, wenn wir uns alle akzeptieren. Ich hab nur eine Frage. Diese Botschaft, dass wir alle gleich sind, Black Lives Matter, Muslim Lives Matter, hat das etwas mit dem Klimawandel zu tun? Fast alle Rollen oder die Personen, die wir spielen, sind alle fast dunkel, haben eine dunkle Haut. Also es sind mehrere Menschen, die mit Dunkelhaut, die sind mehr von Klimawandel getroffen. Share your objection to destructive tendencies. They rip a hole in heart and home of community. It's safe, there is a plan, the tailings will not leak. They say to access ore, like Mount Pong. Wangari Matai. Wangari Matai. Oh no no. Matam Shike. Oh no no. Wie sind die Wangari Maathai? Hier seht ihr Kenia und da oben ist Deutschland. Da könnt ihr sehen, wie weit Kenia von Deutschland entfernt ist. Der Flug Berlin nach Kenia dauert 10 Stunden 25 Minuten. Da seht ihr Kenia und die Nachbarländer von Kenia sind Uganda und Somalia. Und die Grüngürtelbewegung bringen Bäume Pflanzen, also zu pflanzen und Regenwasser auf die Erde. Und hier seht ihr noch ein Bild von der Überschwemmung in Kenia. Sehr schön. Also was hat das alles mit eurer Rolle zu tun? Was hat die Grünbeutel mit eurer Rolle zu tun? Habt ihr eine Lösung für das Problem in Kenia? Die Grüngürtelbewegung hat sie also gemacht. Grüngürtelbewegung. Was ist das? Das ist also das Prägen Bäume zu, also die Pflanzen Bäume. Also wieso ist die Überschwemmung passiert? Wenn es regnet, also so doll. Plötzlich, dann können die, ja, wenn es so stark regnet, und dann bleibt Wasser so oben und kann nicht rein. Darum kommt es zu Überflutung.
Kastensport. Jetzt kommt bitte auf die Bühne. Entwickeln wir es ständig weiter, um es für Sie so angenehm wie möglich zu machen. Kein Wunder, dass sich immer mehr Menschen ihren Traum vom Fliegen von uns erfüllen lassen. Hallo, ich bin Carsten Spohr. Ich bin der Leiter, ich bin der Vorstandschef von der Lufthansa. Ich lebe in Bayern München und München liegt in Deutschland und Deutschland liegt in Mitteleuropa. Und es ist cool und sicher hier zu leben und friedlich. Solange die Wälder noch in Deutschland so aussehen, wird es mich gar nicht jucken, den Flugverkehr zu stoppen. Und ich mache weiter, dass ich immer weiterhin Geld verdiene. Ich will den Flugverkehr nicht stoppen, aber anstatt den Flugverkehr zu stoppen, will ich CO2-Filter bauen. Was meinst du mit CO2-Filter? Das saugt CO2 ein und speichert es ja auch. Jetzt kommt Vanessa. My name is Nawate Vanessa. Africa. My name is Nawate Vanessa. Africa. Hi, my name is Nakate Vanessa, a climate activist from Uganda. I'm an African girl who is fighting for a better future for all. Luani Bidobulamo. Ich bin Vanessa Nakate, ich bin 24 Jahre alt, komme aus Kampala, Uganda. Ich bin ein Klimaaktivist. Jetzt kommen Bilder von meinem Land, Uganda, und die Stadt ist Kampala. Uganda ist ein sehr armes Land. Es kommen viele Naturkatastrophen, so wie Überschwemmungen und Dürre. Hier liegt mein Land. Die Nachbarländer sind Kenia, Ruanda, Sudan, Tansania. So sehe ich aus. Greta Thunberg ist meine Freundin. Sie ist auch eine Klimaaktivistin. Ich habe ein Projekt gestartet namens Green School. Da wird keine fossile Brennstoffe benutzt. Dafür wird erneuerbare Energien benutzt. Solarenergie, wie man hier sehen kann. Damit werden das Essen, was wir für die Kinder kochen, gemacht. Und die Lichter und alles, was eigentlich fossile Brennstoffe benutzt, haben wir mit erneuerbaren Energien hergestellt. In meiner Stadt leben 1.507.000 Menschen. Es gibt viele arme Menschen in meinem Land, deswegen sind viele auf die Landwirtschaft angewiesen. Aber durch Überschwemmungen und Dürre werden die Ernten zerstört und die Preise steigen fürs Essen. Und die Leute haben nicht genug Geld, um sich das Essen zu kaufen. Es ist an der Zeit, die fossilische Brennstoffe zu beenden. Dies ist eine Frage von Leben und Tod. Einige Teilnehmende haben auch ein Lied als Beitrag zu der Konferenz vorbereitet. You cut down my forest to drill for your oil. Power is in my home. CO2 growth, land in the ground. And let the rainforest live. The world is on fire. The gletscher are melting. Which country stop? Are all the problems making? It's getting harder and harder and harder to breathe. From this climate emergency, over 40 degrees. From this climate emergency,
climate emergency. I work on the plantation, the water is changing, the coffee is dead. I work instead. America isn't helping. Just make things worse. We can grow our food. Our fields all are drying. Which countries pay for the problems they're making? Nach der Präsentation haben wir nach Verbündeten gesucht, nach anderen Menschen, die ähnliche Probleme und Interessen haben wie wir. Wir haben miteinander über mögliche Lösungen für die Klimakrise gesprochen. Auch Lösungen, die wir letztes Mal vorgeschlagen haben, ihr könnt euch dort auch Inspiration Im Anschluss auf die Diskussion haben wir Videos gemacht. In dem Video stellen wir unsere Lösungen und Forderungen vor. Hier! Ja, so. Hier ist die Kamera nicht da! Wollen Sie, dass die Menschen töten, sterben? Er hat den Klimawandel gemacht und wir sind nicht daran schuld. Und er hat CO2 Autos erfunden und das überall ist heißer geworden. Und daran sind Menschen gestorben. Bitte. Soll Hilfe von Wangari Maathai sein. Bambu und anderen Pflanzen zu pflanzen, die besser bei viel Regen und Dürre wachsen. Grüngürtelbewegung, Bäume pflanzen. Die reichen Länder sonst helfen. USA, Deutschland, England, Frankreich, Kanada. Die sollen uns Geld geben, damit wir Pflanzen und Bäume geben. Granatapfel, Tomaten, Erdbeeren einpflanzen. Und es war's. War's. Ende. Ende. Hallo, liebe Veronika. Also was wenn ich mehr machen soll, damit sollen, dass wir Klimawandel stoppen und was wir machen sollen, damit Klimawandel endlich weg ist. So, hier, wir dürfen nicht so viel unnötige Sachen kaufen, das machen richtig viele reiche Leute, die kaufen Autos, Flugzeuge, alle unnötige Sachen, die CO2 verbrauchen. Durch CO2 wird unsere Erde brennen. Und wir müssen weniger Autos und Flugzeuge, also Flugzeuge fliegen und Autos fahren. Wegen Flugzeuge und Autos sind die Gegenstände, die am meisten CO2 verbrauchen. Und wir dürfen keinen Müll auf den Boden schmeißen. Jedes Mensch schmeißt dann den Müll auf den Boden und das Erde wird schlecht für die Umwelt. Und wir müssen weniger CO2 verbrauchen. Hier sieht man die Pünktchen, das sind CO2 und das ist die Atmosphäre. Die Atmosphäre schützt es und wir sollen keine Erdgas mehr benutzen, weil dann unsere Luft ist dann, also wir können nicht unsere Luft atmen und nicht so viel Handys benutzen, weil das, also dann, wenn wir die Handys das Akku runterladen, ist auch wichtig, dann CO2 und nicht so viele Fleisch essen, dann sterben so viele Tiere. Mehr Bäume und mehr Pflanzen wegen Tier, also Bäume können CO2 atmen. Und Bäume atmen CO2 ein.
Und ich würde gern bei Erdöl und Erdgas was sagen. Erdöl und Erdgas sind schlecht für die Umwelt wegen Flüsse. Liebe Angela Merkel, ich bin Dan Woods. Ich bin sehr reich. Ich habe sehr viel Geld. Und viele Leute sind gegen meine Arbeit, weil ich so viel Dreck und es ist nicht gut für die Umwelt. Denn ich verkaufe Erdöl und Erdgas. Das ist gar nicht gut für die Umwelt. Viele Leute sind auch dagegen und wollen, dass es aufhört. Deswegen habe ich mich entschieden, dass ich es nicht schlimmer mache und es besser mache. Also habe ich mich entschieden, mit meinem vieles Geld Elektroautos und Elektroflugzeug zu erstellen. Und ich hoffe, dass irgendwann Forscher kommen, mir helfen beim Elektroflugzeuge, denn ich weiß nicht, wie das geht. Vielleicht wissen dann andere. Ich kann nur Elektroautos erstellen. Ich hoffe, das wird besser. Angela Merkel könnte es bitte vor der Kamera sagen. Und danke. Kann ich eine Frage stellen? Ja. Meinst du, Darren Woods würde das wirklich machen? Ja. Ja? Wieso würde er das machen? Weil also viele Leute haben jetzt gesagt, und er kann das vielleicht nicht mehr aushalten, dass viele Leute immer wieder sagen, dass er immer wieder die Umwelt schlimmer macht und so wie viele andere, die das Gleiche arbeiten. Und ja. Ich glaube, Darren Woods würde das nicht sagen. Ich glaube, er meint, es wird jemand anderer das Problem lösen. Ja, ich mache einfach weiter. Es könnte so sein, aber weil so viele Leute zum Beispiel jetzt auch mit Schildern rausgehen und immer wieder sagen, es soll aufhören und so weiter, deswegen hat er dann sich entschieden, mit seinem vieles Geld so zu machen. Erzähl noch ein bisschen über diese Schilder. Wer sind diese Leute? Die Leute, die gegen ihn sind und die ihm nicht zustimmen, weiterzuarbeiten. Die Zeichen, Bilder, wie das Umwelt jetzt aussieht und wie das früher aussah und wie man das stoppen kann und schreiben, dass es aufhören soll und sagen, wie schlecht das für die Umwelt ist und wieder ja, rausgehen zusammen. Und dann hat er sich dann entschieden, so zu machen. Und wer sind diese Menschen? Menschen, ja, normale Menschen, die einfach das interessiert, die Umwelt nicht schlimmer wird und dass es besser bleiben soll und gut bleiben soll. Das sind die Menschen. So, heute schlage ich euch Lösung vor, wie man den Klimawandel stoppen kann. Erstens, mehr in CO2-Aufsauger investieren. Wer investiert? Lufthansa, Tesla, Amazon, BMW und Mercedes. Und wenn die es nicht machen, dann kommen Überschwemmungen und mehr Klimaflüchtlinge. Und wer dran schuld ist, muss die auch aufnehmen, also Deutschland, USA, Russland, ja, das war's. Willkommen zu unserer Präsentation. Ich bin Vanessa Nakate. Und ich bin Alicia Kavir. Ich bin Vanessa Nakate. Ich bin Alicia Kavir. Ihr habt uns Fragen gestellt und die beantworten wir. Die erste Frage war, was tun wir gegen den Klimawandel? Wir wollen den Flugverkehr verbieten und die Zuggleise länger machen, damit wir weiter fahren können, nicht nur in dem Land, sondern in andere Länder auch und die Züge auch günstiger machen. Die zweite Frage, wer soll das tun, die Politiker und Politikerinnen? Die dritte Frage war wie? Und zwar, dass die Politiker und Politikerinnen sich in einer Konferenz, also in einer Konferenz starten und sich dann von allen Ländern sich treffen. Die werden reden, was sie machen sollen und die werden auch den reicheren Leuten sagen, dass sie aufhören sollen, so viele unnötige Sachen zu kaufen.
und so viel CO2 zu verbrauchen. Vierte Frage. Wo? In der Klimakonferenz. Die Flugzeuge stoppen oder andere Autos oder Autos mit, nicht mit Erdöl verbrauchen. Und noch einen kleinen Zusatz. Wir sind nicht arm, weil wir nicht arbeiten können oder weil wir dumm sind. Wir sind arm wegen den reichen Menschen. Denn die reichen Menschen verbrauchen sehr viel, kaufen sehr viele Sachen. Und eigentlich brauchen wir gar nicht die Sachen. Wenn der Meeresspiegel schmilzt und dann eine Überflutung kommt, können die reichen Menschen sich schützen, aber die armen Menschen, die kein richtiges Zuhause haben, werden überschwommen. Und obwohl die armen Menschen nichts dafür was haben, werden die trotzdem nicht sterben. Das ist nicht fair. Dann zu den reichen Menschen. Ihr müsst uns Geld geben, damit ihr die Sachen, die ihr von uns genommen habt, so wie das Erdöl, wieder zurückbezahlt. Er nimmt immer von unserem Land etwas, so wie Erdöl. Dafür müsst ihr auch bezahlen. Das geht an euch, ihr reichen Menschen. Ihr habt alles gemacht, was jetzt passiert. Es wird immer wärmer wegen euch. Und deshalb müsst ihr uns, den Ärmeren, müsst ihr uns jetzt Geld geben, damit wir uns auch schützen können. Wegen euch werden wir vielleicht so sterben. Reiche Menschen, denkt doch mal an die anderen Menschen wie uns. Ja, es ist nicht nur eure Welt, sondern auch unsere. About today? Yes. Can I sing also? Do you want me to sing with you? No. Oh my God! Your father. Yeah, sorry. You can't take all this blood. We must da gucken. Hier sitzen die Zuschauer, also hier. Make it greener.